freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Was war euer erster Gedanke, als ihr erfahren habt, dass es weitergeht? Wir haben uns schon gefreut, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns sehr gefreut, weil wir eben auch alle wiedergesehen haben, die mitgespielt haben und dass wir nochmal so einen Film drehen dürfen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Hattet ihr dann zwischenzeitlich Kontakt? Ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ne? Genau, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit ein paar von uns. Aber so viel Kontakt hatten wir nicht. Also wir haben es jetzt nicht hinbekommen, uns so oft zu treffen, weil wir ja nicht alle in Berlin. Also ich wohne in Berlin, Oskar wohnt in Köln zum Beispiel. Aber man hat so ein bisschen geschrieben. Ja, ja, genau. Sehr cool. Nun werden die Eltern geschrumpft und das von einem Geist. Glaubt ihr denn selbst an Geister? Nee, ich eigentlich nicht. Ja, ich auch nicht, Jack, aber manchmal, wenn ich dann doch alleine zu Hause bin und irgendwelche Geräusche kommen. Aber ich denke ja nicht, dass es Geister sind, sondern Einbrecher, aber ich denke nicht an Geister. Okay. Wäre es nicht cool, für einen Tag geschrumpft zu sein? Was würdet ihr tun? Doch, das wäre schon cool. Also ich würde Leute ausspionieren, mal ins Lehrerzimmer schlüpfen und gucken, wie so meine Noten sind und was über mich geredet wird. Und auch meine Eltern ausspionieren. Ja, ich würde eigentlich genau das Gleiche machen. Einen Tag geschrumpft fände ich echt cool, wenn ich weiß, dass ich wieder groß werde und dann kann ich eben Sachen machen, die man sonst nicht so machen kann. Ja. Okay, und das Essen wäre super groß. Ja, stimmt. Danke. Ja. Schrumpfen ist eine Superkraft und wenn ihr eine Superkraft wählen könnt, welche auch immer ihr wollt, was wäre es? Ich würde gern fliegen, weil ich finde das, cool, wenn man so ganz schnell von einem Punkt zum anderen kommt, ja. Ich würde auch fliegen wollen, finde ich echt, echt cool. Wie habt ihr euch denn auf den Dreh vorbereitet? Wir haben unser Drehbuch herbekommen, das haben wir dann durchgelesen und uns die Rolle so ein bisschen angeguckt, wie sie sich so entwickelt im zweiten Teil. Und wir hatten eben so Coaching, so Schauspielcoaching, damit haben wir uns auch vorbereitet. Und wir hatten auch Proben sogar noch, stimmt, vorher, noch Proben, wo wir ein paar Szenen geprobt haben, zu gucken, wie wir so agieren. Okay. Konntet ihr denn vorher schon klettern? Ich habe das mal gemacht, aber so richtig klettern, also so mit Techniken und so, kann ich auch immer noch nicht. Okay. Nee, ich auch nicht. Also ich habe auch Kletterunterricht bekommen für den Film. Finde Klettern sehr cool, aber ich mache das auch nicht als Hobby, also ich kann es eigentlich nicht. Was war denn die größte Herausforderung während dem Dreh? Ja, das Spielen mit den geschrumpften Leuten, weil die waren ja nicht wirklich da. Und dann mussten wir uns eben vorstellen, dass die da sind. Und das ist schon manchmal schwer, wenn man eben auf Sachen achten muss, wie man den Text ausspricht und sowas. Und dann auch noch zu gucken, wie die Eltern rumlaufen, das ist schon manchmal ganz schön schwer. Ja, würde ich auch sagen, aber einmal haben wir auch im Studio gedreht, da hingen wir an so einem Dach. Ja, stimmt. Und dann war so Wind und dann hingen wir da wirklich und das war echt anstrengend dann irgendwie da noch, weil wir eben wirklich Wind in unser Gesicht geblasen bekommen haben und dann mussten wir noch reden und schreien. Das war relativ anspruchsvoll, aber anspruchsvolle Sachen machen ja auch immer total Spaß, wenn man eben herausgefordert wird. Deswegen würde ich das auch gar nicht negativ betrachten. Ja. Wie war denn eure erste Begegnung mit Otto? Die erste Begegnung, die war ja schon beim ersten Teil. Die war bei der Premiere vom ersten Teil, ja, oder? Ja, genau. Ja, sehr lustig. Er ist wirklich sehr lustig und nett. Coole der Person. Der ist cool, ja. Kanntet ihr ihn denn vorher schon als Komiker? Ja. Gibt es einen anderen Schauspieler, den ihr absolut liebt oder ihr als Vorbild seht? Ja, also Julia Roberts finde ich ganz toll, ihre Filme und wie sie spielt, sehe ich als Vorbild. Ich mag Will Smith sehr gerne, ja. Okay. Gibt es denn einen Film, in dem ihr unglaublich gerne mitspielen würdet? Also ich finde Actionfilme ganz cool, irgendwie so, wo man Polizist ist oder so, ja. Ich auch, also ich würde auf jeden Fall mega gerne mal so einen Thriller drehen. Habe ich sogar schon mal so in der Art, aber eben als Polizistin oder Kommissarin, wo man dann irgendwie schießen muss und sich verstecken. Das finde ich echt Hammer. Ist sicher aufregend. Ein Tatort oder so. Ja, genau. Was haltet denn eure Freunde von eurem coolen Hobby? Also meine finden das eigentlich ganz cool. Die gucken auch die Filme sehr gerne, aber ich glaube, es gibt auch immer Leute, die das nicht so cool finden. Aber das sind ja dann keine richtigen Freunde. Ja, bei mir auch. Also meine Freunde
finden das auch cool, unterstützen mich auch, aber wir reden noch gar nicht so oft darüber. Ja. Aber jetzt eben, wenn der Film rauskommt, wollen die auch mit mir ins Kino gehen und fragen ganz viel nach. Also das ist sehr schön, wenn man dann noch ein bisschen erzählen kann. Wie seid ihr denn ans Schauspielen gekommen? Also mein Vater hat das früher gemacht und ich fand das ganz cool, weil er mir Sachen gezeigt hat und dann wollte ich das ausprobieren. Habe mich dann in der Agentur beworben und habe dann sofort was gedreht und bin dann dabei geblieben. Ja, bei mir war es so, dass ich das schon sehr lange machen wollte. Meine Eltern waren eben erst nicht ganz so sicher, ob sie das so gut finden mit dem Schauspielern und so weiter. Aber ich durfte mich dann auch in der Agentur bewerben und dann ging es los. Könnt ihr euch denn vorstellen, das für immer zu tun, also als hauptberuflich? Ja, also ich vielleicht schon, aber ich, also im Moment bin ich mir nicht sicher, ob ich das als Beruf machen möchte. Aber als Hobby fände ich es echt schön, so wenn das geht, nebenbei. Ja, genau. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das hauptberuflich machen will, weil man muss ja schon viel drehen, um davon leben zu können. Also ich weiß nicht, ob das so einfach ist, davon zu leben. Hm. Aber wenn man wüsste, dass es gut läuft, würde ich das schon machen, ja. Habt ihr denn eine Idee, wer im nächsten Teil geschrumpft werden könnte, falls es einen gibt? Wir, würde ich sagen. Ich denke, entweder Oscar oder ich, oder wir beide, oder unsere Freunde. Ja. Also ich denke mal, die Kinder, wenn es einen geben sollte. Okay. Und was seht ihr als Botschaft? Als Botschaft von dem Film? Ja. Also ich finde, man lernt daraus, dass Eltern doof sein können, aber nicht immer so doof sind und dass man ohne Eltern ganz schön aufgeschmissen ist. Ja, würde ich auch sagen, dass man manchmal so sagt, oh, ihr seid so doof, aber ihr merkt dann, also Felix merkt ja auch im Film, wie schwer es sein kann ohne Eltern oder wie anstrengend es sein kann mit Kindern und deswegen, dass man eben seine Eltern auch so ganz sehr lieben sollte, tut man ja auch und wie stellt ihr euch denn den perfekten Lehrer vor? Perfekten Lehrer? Oh, der sollte vielleicht in unserem Alter sein und nicht unterrichten. ja, ich würde sagen, also wenn, dann eben ja, cool. Nicht, also ich mag eigentlich gerne, wenn Lehrer nicht so mega lieb sind, sondern eher ein bisschen strenger, aber eben fair streng, also dass sie nett sind trotzdem. Und nicht irgendwelche Lehrer, die sich gar nicht durchsetzen können. Damit komme ich gar nicht so gut klar. Aber genau, auf jeden Fall nett, fair für einen da.